gerade aufgestanden, wir haben 9 Uhr. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall nach Berlin mit den Jungs. Ein bisschen da chillen, shoppen und so. Und mal gucken, was noch so abgeht. Leute, wir haben es 10.47 Uhr. Wir sind bei McDonald's. Der Mann hat 40. Hast du mir Weiße geholt, Bro? Ja. Aber warum? Trink das Red Bull jetzt, du Hund, Digga. Ich hab's bezahlt. Der Mann hat 20 Burger geholt um 10:30 und labert mich hier voll, warum ich das falsche Red Bull hole, Digga. Du weißt genau, was ich trinke. Dankbares Pack. Naja, auf jeden Fall. Wir sind noch 4 Stunden unterwegs. Wir haben schon auf jeden Fall Meter gemacht. Aber wir machen noch mehr Meter, Leute. Ich melde mich. Hey Leute, noch eine Stunde und wir sind da. Die Mannschaft ist erschöpft. Oder gar nicht. Ja, der, keine Ahnung, der ist einfach komisch, Digga. Dem ist langweilig. Und der andere, der bezahlt gerade Tank. Yeah. Auf jeden Fall sind wir in einer Stunde da. Dann checken wir erstmal ein ins Hotel und dann gehen wir auf jeden Fall erstmal in die Stadt. Und was der Abend noch so bringt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Spaß. Das sehen wir dann. Deswegen bleibt dran und Berlin. Berlin! Ja. Hat geschissen. Ja. Wir sind in Berlin! Yeah! Okay, wir sind da. Wir sind in Berlin. Wir haben geparkt. Da vorne ist unser Hotel. Hier ist direkt U-Bahn. Ja. Super Ding, super Ding. Weiß ich nicht, Digga. Aber wir haben schon mal die höchste Etage, das ist schon mal Baba-mäßig. Aufzug schon, sagt schon mal viel aus. Der Idiot, Digga, wir sagen kleine Taschen, der nimmt Hardcase. Halt's Maul, geh weiter. Guck mal, was für ein Trottel das Keiner ist. Keiner Peach, Digga, was soll ich machen, wenn ich nichts anderes mehr habe? Okay, dieses Zimmer. Hi! Hi! Hi. Dieses Zimmer. Ich habe gerade kurz Hoffnung auf Balkon, Digga. Der eine denkt. Geht die Tür auf? Okay, okay, wir sind jetzt am Kudamm. Gerade das lustigste Gespräch gehabt. Hallo, blöde Zacke. Irgendein Penner hier drin. Er will seine OCB-Dinger, aber hat nicht die richtigen bekommen. Er beschwert sich komplett. Er beleidigt von A bis Z diese Kassiererin, die nichts gemacht hat. Und er sagt einfach, man macht Business. Bro, er hat einfach 3 Pfandflaschen mit seinem Dings, Digga. Was labert der von Business? Ja. Berlin anders. Mann, ich hab vergessen zu filmen. Egal, es schmeckt gut. Digga, ich spick nur das Wasser. Ja, ist okay. Einfach Anime laden. Oh nein. Oh doch. Nein. Oh doch. Das war nicht cool. Oh doch. Alter, ich verstehe nicht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer von euch guckt Animes. Ich fühl's gar nicht. Ich fühl's überhaupt nicht. Der so ein bisschen. Und die sind komplett im Anime-Film. Ich fühl's überhaupt nicht. Ich check's auch nicht. Anna, ich check's nicht. Leute, gebt euch mal dieses Waldorf Astoria. Bro, irgendwann, oder? Irgendwann. Aber ich hab Tränen. Crazy Sweet da oben, Digga. Irgendwann, Leute. Fact. Ich würde schon in diesem Konferenzraum chillen. Wird mir schon reichen. Unser Ziel wird jetzt Lokma sein. Lokma. Lokma Berlin krank. Wer das nicht kennt, Opfer. Opfer, wirklich Opfer. Ich kenn's nicht. Guckt ihn euch an. Ah, angekommen. So kalt mit Roller. Aber extrem schöne Straße hier so. Aber ja, jetzt erstmal hier rein. Okay, ich habe jetzt zum ersten Mal bei Lokma bestellt. Es war komplett schwer, aber ich habe es hingekriegt und ja, gleich Taste essen. Ja. Ich habe so Bock auf diese Dinger, ihr wisst nicht. So lange schon. Oh, 2 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Ja! Ja! Ich sag euch ehrlich, ich habe mir eine Achterbox geholt, weil ich dachte, ich pack's easy. Aber nach 5 war echt vorbei. Der Mann hat 8 geschafft, aber der ist ja auch sowieso nicht normal. Und die hatten beide eine 5er-Box. Aber ich sag euch, wie es ist, gell. Ich habe noch nie was Krasseres gegessen an Süß.
als das. Also ich bin komplett überzeugt hiervon. Also diese 2 Jahre warten, haben sich gelohnt. Es war so gut. Wow. Ah, hier, ne? Alexanderplatz, Isik. Ja. Freunde, wir sind alle so halbwegs erwacht. Und unser Plan ist auf jeden Fall jetzt zu Bürgermeister zu gehen, da einen fetten Burger zu essen und dann, hä? Willst du jetzt direkt dahin? Ja. Ah. Und dann fahren wir zur Mall of Berlin, die ist nämlich direkt nebenan. Gucken da noch mal ein bisschen was nach Outfits oder so für später für die Party. Und ja, das ist eigentlich so unser Plan heute. Deswegen bleibt dran. Hingesetzt, es ist voll laut und voll viel los. Die anderen sind da. Wir warten jetzt auf meinen Burger. Ja. Dann werde ich ihn verspeisen. Wie lecker das aussieht. Ich hab so Hunger. Guck mal, wie der Bacon da hängt. Oh mein Gott. Geil. Oh, was ist das denn das? Alle glücklich. Okay, okay. Zurück ins Hotel. Und machen und chillen dann noch ein bisschen und machen uns gleich fertig und dann fahren wir nach Potsdam. Und ja, ich weiß euch Bescheid. Oh, ich sehe gerade, meine Kamera ist richtig sauber. Geil. Und ich sag euch auf jeden Fall Bescheid. Und ich sag euch Bescheid, wenn wir wenn noch was geht. Aber ich denke mal, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen im Hotel, ruhen uns aus. So Leute, wir haben uns jetzt auf jeden Fall nochmal entschieden rauszugehen. Also Khalil und ich, die anderen sind im Hotel, die sind am Pennen. Wir sind gerade hier am Brandenburger Tor, einfach Hochzeit, herzlichen Glückwunsch. Und ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt einfach dumm rum oder so, was weiß ich. Mal gucken. So Leute, checkt da, wie schön einfach. Ja, ich sag euch ehrlich, gell? Berlin hat auch echt schöne Seiten so. Also der Park schon sexy. Okay. Yo. Crazy. Crazy. Schwach, weiß ich nicht. Okay, wir haben es auch geschafft, endlich mal wieder zurück zum Hotel zu sein. Wir ziehen uns jetzt ganz schön um. Wir haben ein bisschen verkackt beim Fahren und so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendworan hat es gelegen. Auf jeden Fall ziehen wir uns jetzt um und dann fahren wir nach Potsdam eine Stunde lang, extrem weit, auf Simons Party. Ja, Mann. Sim Baby. Wir gehen auf diese Party und ich hoffe, es wird einfach nur geisteskrank. Das war jetzt das zweite Mal, dass du dich fast auf die Fresse gelegt hast in diesem Vlog. Der kann schlaufen. Der kann aber schlaufen, ich sag euch, wie es ist. Ja, nee, was sagst du dazu? Enttäuscht vor. Aber wir sind schon zu spät, wo das Schlange ist. Schlange ist so, weiß ich nicht. Ich bin so eine 5 von 10 hyped und du, Bro? Boah, aktuell 3, Bro. 3? Boah, was sagst du, Bro? Wo geh ich 100% mit, Digga. Oh, 3, Bro, was sagst du? Wie hyped bist du? Oder gerade? Ja. Oder 2, Bro. Boah, der ist 2, okay, der ist 2. 3, 3, 2, 5. Mal gucken, was wird, ja. Okay, Friends, wir sind drin. Richtig und richtig. Sehr. Ja. Es gibt sogar Limette, das heißt schon mal sehr gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall drin, so. Ich bin hyped so, aber mal gucken, was passiert. Aber Location 10 von 10. Oh,
Leute, wir haben jetzt ungefähr 10, halb 11. Der Hype kommt, der Hype kommt, der Hype kommt. Slime Society, ihr wisst Bescheid. Deswegen will ich einen Song singen und ich glaube, ihr kennt den alle, der geht ungefähr so, ich kann den Text nicht, warte. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber John, Happy Birthday to you. Hey! Ich danke euch. Man kann seine Unterhose sehen. Ich will die Mann, der Part, checkt ihn ab. Slime for life. Von 1 bis 10, wie sehr fandest du diese Party, Bro? Bruder, das ist eine 9 von 10. Es ist nicht unser komplettes Potenzial. Also unser komplettes Potenzial wird an Halloween. Halloween. Bruder, Halloween wird ehrenlos, Leute. Ey, ich weiß Bescheid. Halloween wird ehrenlos. Leute, checkt die Jungs ab. Slime Society, beste Partys in Berlin. 5K in Halloween, Jungs. Ihr wisst Bescheid, Jungs. 5K. Kommt zur Halloween Party, Slime Society. Ihr wisst Bescheid. Folgt dem Kanal auf Instagram. Checkt die Jungs aus. Ey! Checkt aus, Jungs! Okay, Freunde. Ich filme gerade mit meinem zweiten Handy. Auf jeden Fall, das war's mit der Party. Party ist vorbei. Wir haben 3 Uhr. Kotzi ist schon am Start.
Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück nach Berlin und mal gucken, was noch in der Stadt so geht. Aber ich denke mal nicht mehr viel. Also ich werde auch nicht mehr viel filmen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Morgen gehen wir, denke ich mal, ins 808 oder so. Auf jeden Fall, ich denke mal, es geht nicht mehr viel so. Wir gehen jetzt noch in die Stadt. Mal gucken, was da ist. Ey, das ist doch gar kein Reim. Wie gesagt, morgen. Schneit, oder? Ja, schneit das. Auf jeden Fall, ich gehe, wir denken schon mal noch in die Stadt. Morgen gehen wir ins 808. Und ja, ansonsten haut rein und bis morgen. Yo, Freunde, wir sind wieder unter den Lebenden. Wir haben uns fertig gemacht. Khalil ist schon heute Morgen früh zum Kudamm gefahren. Kein Plan, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er jetzt auf uns gewartet. Und wir treffen uns jetzt mit dem am Kudamm. Und dann gehen wir erstmal irgendwas essen. Wir sind alle ein bisschen mitgenommen von gestern. Aber egal, heute Abend gibt es wieder Premium-Content, Leute. Aber ich denke mal, heute machen wir nicht so viel. Gehen vielleicht ein bisschen durch die Stadt, vielleicht Mehringdamm oder so. Ansonsten, ja. Sehen wir uns gleich beim Essen wieder, Mann. So, wegen dem sind wir jetzt hier gelandet. Bei diesem Digga, du hast mich angerufen und gesagt, du willst auch hier hin, Digga. Ja, guck dir diese Schlange an. Was hast du mir angetan hier? Du kannst auch woanders essen gehen. Ich hoffe, der ist gut. Ich hoffe, der ist gut. Stimmt. Okay, Leute, der berühmte Döner. Und sagst du? 1 bis 10? Das ist echt lecker, Bruder. Ich würde sagen. Ich bin gespannt. Jo, also wir sind jetzt am Brandenburger Tor. Ist einfach ein Rave. Und großer Einsatz von der Polizei. Gibt euch. Rave! Bist du hyped oder was? Komplett. Okay, wir haben jetzt gechillt im Hotelzimmer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins 808 und ja, machen uns jetzt auf den Weg. Jetzt komm doch mal wenigstens rein, ja. Sieht sehr gut aus. Das ist Taniel, super fresh. Das ist der Khalil. Ich bin der Khalil. Lass es doch einfach sein. Digga. Da macht's wieder. Das ist. Bitte. Ja, Jungs, was ist Mission? Bruder. Erstmal Wasser holen, oder? Wasser. Wasser, wichtig. Vor Cola, Wasser, weißt du? Wisst ihr? Wichtig. Schmeckt das Wasser vor der Cola? Oh. Hätten wir nicht zwei davon holen müssen. Dumm. War eine Fehlentscheidung? Dumm. Aus Fehlern lernt man? Ja. Aber es wirkt. Okay, gut. Mich schon vor. Wir sind auf jeden Fall im 808 jetzt. Soll ich das machen? Ihr versteht 808? Berlin? Ihr versteht diese Mische nicht. Ich sag euch ehrlich, diese Cola, die schiebt ganz anders. Daniel, was sagst du dazu? Also guck mal, ihr müsst wissen, Daniel ist der am meisten verträgt von uns. Was sagst du zu der Cola im 808? Ehrlich, also in meinem Leben noch nie sowas erlebt. Was sagst du? Ich habe noch nie sowas erlebt. No cap. Diese Cola ist krank. Darauf erstmal schon Cola, aber. Schiebt wirklich. Aber das erwarte ich auch für 11,50 €. Mir geht's gut, Leute. 808 füllt sich, der Hype wächst, die Cola schiebt. Komplett. Anders. Also ich sag euch ehrlich, wir müssen morgen um 9 Uhr, 45 Uhr.
Prozent, Bruder. Cola-Geschmack. Komplett Cola-Geschmack. Wir müssen morgen um 11 Uhr. Um 11 Uhr müssen wir zurückfahren, ne? Ey, bei Gott, ich hab gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Schlafen heute bis um 2 Uhr, es hat so gut getan. Ne? Ja, ehrlich, wow. Aber wir müssen heute um 9 Uhr aufstehen. Bruder, ja, 10 Uhr reicht. Ich gehe nicht also schlafen. 10 vor 11 reicht. Ich gehe nicht schlafen. 10 vor 11? Wir werden locker. Mehr als 6 Stunden brauchen. Wann sind wir aufgestanden? Stunde vorher? Halbe Stunde. Ey, bei Gott, ja, kein Bock. Ehrlich, kein Bock. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Guck mal. Guck mal, wir hatten schon gar keinen Platz in diesem Auto. Ne? Ja, die Männer sind erschöpft. Ihr seid die einzigen zwei, die erschöpft seid, Digga. Also ich war kurz erschöpft. Mir geht's wieder gut. Ich bin erschöpft. Okay, Recap, 808 Berlin, was sagst du? Bewertung? 8 von 10, was sagst du? Daniel, ganz kritische Hase immer. 8,5, Bro. 8,5? Oh, okay. Ja, ja. Also bei mir, ich sag euch ehrlich, bei mir, oh, glatt 10 von 10, ne? Ey, ich sag euch ehrlich, noch nie in so einem krassen Club gewesen wie 808 Berlin. Leute, ich schwöre euch, wenn ihr in Berlin seid, checkt den Laden ab, sonst seid ihr einfach Trottel. Ihr seid einfach Trottel. Trottel, Wort des Abends, Digga. Wort des Abends ist Trottel, Leute, merkt euch. Leute, es wird wieder mal ein Döner, der dritte, aber er schmeckt. Schwer. Einer der besten Döner in Berlin. Zoologischer Garten, Aufzieh-Döner. In der U-Bahn-Station. Check das ab. Also dieses Scharfe kickt auf jeden Fall anders. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zurück ins Hotel. Und ich melde mich, denke ich mal, morgen, wenn wir zurückfahren. Auf jeden Fall. Ich melde mich, denke ich, morgen, wenn wir zurückfahren oder so. Wenn nicht. Ah, pass auf, Leute. Abracadabra. Fahr mich hoch. Aha. Ja, auf jeden Fall. Entweder melde ich mich morgen, wenn wir nach Hause fahren. Oder wenn nicht, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst einen Comment da. Wenn ihr den Scheiß öfter sehen wollt, supportet bis hinten gegen, aktiviert die Glocke und checkt mich ab auf Instagram, checkt mich ab auf TikTok, da bin ich auch sehr aktiv mit Livestreams und sonst irgendwas. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und ich küsse eure Herzen.